Wir haben ja letzte Woche die Unterfranken abgelöst in einer Phase, die ich jetzt tatsächlich noch als Chaosphase betiteln würde. Wir waren mit einem sehr globalen Einsatzauftrag unterwegs, das heißt Absicherung des Ahrtals sanitäts- und rettungsdienstlich, aber auch die Bevölkerung unterstützen bei Besorgungen, die höchst notwendig waren. Das ging los bei Getränken, Verpflegung, Socken, weil sie einfach seit 6 Tagen in den gleichen paar Socken waren, wundgelaufen waren und dergleichen. Der Einsatz jetzt, in dem wir uns jetzt befinden, ist da schon anders gelagert. Auch jetzt noch in der Phase sanitätsdienstliche Absicherung, rettungsdienstliche Absicherung vor Ort natürlich, weil einfach die Zuwegungen immer noch nicht optimal sind, die Fahrtstrecken noch zu lang sind. Aber die Strukturen wachsen deutlich auf. Es stehen leider immer noch Leichenbergungen an, die die Kameraden von Feuerwehr und THW und Polizei übernehmen müssen. Aber auch doch sehr gefährlich vor Ort, weil schweres Gerät im Einsatz, ganz viele Helfer, die alle versuchen zu helfen und dementsprechend ja doch sehr herausfordernd noch. Wir haben in dem Einsatz natürlich sehr belastende Situationen. Wir haben zum einen das Thema, dass Familien feststellen, ihr Haus ist nicht mehr existent, einfach weggebrannt. Wir haben Situationen, Familienangehörige sind verstorben in dieser Katastrophe, die hier stattgefunden hat. Das ist für unsere Kameraden sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr belastend und das ist das Feedback, was wir bekommen. Um dem entgegenzuwirken, haben wir in diesem Einsatz direkt PSNV-Kräfte für die eigenen Kameraden im Kontingent mitgeführt, die auch heute in einem Einsatzabschnitt, der uns von vornherein als sehr belastend angekündigt wurde, mit in den Einsatz geschickt haben, um direkt vor Ort für die Kameraden da zu sein. Und natürlich will man trotzdem versuchen, eine möglichst gute Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Auch der Kameradinnen und Kameraden vor Ort, die da arbeiten. Das geht los bei Tetanusimpfungen, weil im Schlamm, im Dreck gearbeitet wird und man da natürlich vorsorgen möchte. Und man hat Ärzte gefunden, die hier unterstützen, teilweise durch die Kontingente, teilweise extern zugeführt. Und hat gesagt, okay, wir versuchen so eine Grundstruktur wieder aufzubauen. Wir schaffen Strukturen, um in Richtung Normalität zu kommen. Natürlich sind wir noch weit davon entfernt, aber ein kleiner Baustein in diese Richtung. Wir liefern teilweise, wir machen nur Botengänge, aber auch, dass wir in einzelnen Abschnitten wir Verpflegung herstellen und die dann ausliefern in die Einsatzabschnitte. Wir fangen früh mit Frühstück an. Das ist natürlich Kaltverpflegung, Brötchen, Brot, Wurst, Käse auf die Hand. Den Helfern soll es schnell gehen. Die wollen einfach wieder aktiv werden und helfen. Mittags von Eintöpfen über ein Chili, Fleisch, was uns gesponsert wird, Nudeln. Also da tatsächlich der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und die sind auch gefordert. Warum? Wir kriegen sehr viele Spenden an Lebensmitteln und aus denen müssen wir was basteln. Das heißt, für unsere Feldköche ist das eine geniale Aktion. Sie können zeigen, was sie können und das Feedback aus der Bevölkerung ist auch phänomenal gut. Das Krasseste, was ich mitbekommen habe, eine Spende von 1,5 Tonnen Reis, Nudeln und Linsen und wir mussten die verarbeiten. Wo sollen wir die hinliefern und wann dürfen wir kommen? So, das muss natürlich alles geplant werden, wir brauchen die Zutaten dafür, hat super funktioniert und ja, wir schaffen es tatsächlich 5000 Mahlzeiten mit 3 bis 4 Feldküchen zu produzieren.